Guten Tag Leute, das ist ein sehr wichtiges Infovideo und zwar stehen mir harte Zeiten bevor und habe mich deswegen beschlossen, das Let's Playen vom 3. Juni bis zum 12. Juli einzustellen. Aus dem Grund, weil es bei mir in der Schule nicht so gut läuft und bei mir das Risiko besteht, dass ich das Schuljahr nicht schaffe. Die Pause wird deswegen gemacht, weil ich dann mich voll auf die Schule konzentrieren kann. Und keine Hintergedanken habe wie, ach, jetzt muss ich ja noch ein Part aufnehmen oder ich habe keinen Bock zu lernen und ich Let's Play lieber. Aber das ist leider noch nicht alles, weil ich befürchte, dass das nächste Schuljahr extrem hart werden wird, weil ich meinen Wirtschaftsschulabschluss nächstes Jahr machen werde, werde ich für das nächste Jahr das Let's Playen vollständig einstellen und für dieses eine Jahr nicht mehr auf YouTube Let's Plays hochladen. Das heißt, ich werde das momentane Projekt Pokémon Kristall fertig produzieren, Minecraft fertig bis Part 100 und Team Fortress 2 bis Part 25 produzieren. Außerdem werde ich für jede zweite Woche auf dem Kanal Janka Games ab dem nächsten Schuljahr ein Part Fallout 3 hochladen, damit ihr noch was von mir sehen könnt. Ich hoffe, das klappt und ich werde vor dem Start in die riesen Let's Play Pause noch ein weiteres Infovideo hochladen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch, und zwar findet ihr auf meiner Facebook-Seite eine Abstimmung zu dem nächsten zum nächsten Let's Play, was wir nach Pokémon Kristall machen werden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Yu-Gi-Oh! 5Ds Stardust Accelerator World Championship 2009 neu Let's Playen wollt, weil ich das Let's Play nicht besonders gut fand, oder ihr könnt wählen, ob wir lieber mit dem 2010er anfangen sollen. Das Yu-Gi-Oh! Let's Play wird dann nach der Mega Let's Play Pause gestartet. Hier noch eine kleine Grafik, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Vom 29.05.2013 bis zum 4.05.2013 werde ich noch ein paar Parts machen. Am 3.06.2013 kommt dann die erste Let's Play Pause. Diese läuft bis zum 12.07. Danach geht es weiter mit den Let's Plays. Und zwar bis zum 11.09.2013. Dort geht dann die Schule wieder los. Meine Abschlussprüfung müsste ich, da bin ich mir noch nicht sicher, bis Juni 2014 fertig sein. Währenddessen wird automatisch auf dem Kanal Janka Games das Fallout 3 Walkthrough hochgeladen. Jede zweite Woche gibt es dann ein neues Video. Das läuft dann bis Juni 2014, denn dann werde ich meinen Abschluss hoffentlich haben, sodass wir dann im Juli 2014 mit dem Yu-Gi-Oh! Let's Play Minecraft und Team Fortress 2 Let's Play weitermachen können. Dies war es auch schon von mir. Vergesst nicht, auf Facebook abzustimmen und dann sehen wir uns in der Let's Play nach der letzten. Ach, und dann sehen wir uns in den Let's Plays wieder. Ciao Leute. Ach, übrigens habe ich das Ganze jetzt abgelesen, also sorry, falls es jetzt ein bisschen komisch klang, ne? Also, ich glaube, vielleicht sollte ich das besser improvisatorisch machen und nicht von so einem Text ablesen. Naja, gut, in dem Sinne, bis dann. Ciao.